Ja, wie es aussieht, wird jetzt hier das Stück aus der Mauer, was vorhin aufgeschlitzt wurde, herausgebrochen. Jetzt ist sie gerade nicht so verkehrt, deswegen kann ich erzählen, ich bin ja in der East Side Gallery. Ja, und die wird gerade hier zersägt und zerlegt, um einen Zugang zu schaffen für neue Luxusbauten. Entschuldigt bitte, hier ist ziemlich laut und ich melde mich gleich wieder, wenn der nächste Verkehr ruht. Scheint von der Bild-Zeitung oder sonst was zu sein, dass sie da stehen dürfen. Ja, ja. Das auch nicht. Wir bitten, auf die andere Straßenseite zu gehen. Es wird nachher alles voll und dann wird es damals nicht mit dem Fußball schaffen. Also bitten, das wird nicht besser. Ja, ja, dann gibt es den Boden geschränkt, der einen von euch tot. Sehen wir schon, komm. Geht doch nicht darum, dass ich hier rein kann. Mein Gott, ey. Ja, das Radio hatte, der RWB hatte verbreitet, dass um 13 Uhr der Abriss stattfinden soll und deswegen eine Demo geplant ist. Aber wie alle Zuschauer auch wissen, ist es um 9 Uhr geplant, der Abriss. Und es wurde wesentlich eher begonnen. Ich war ungefähr so um kurz vor 7 hier vor Ort. Da ging es schon los. Jetzt wird eine Leiter angesetzt, wahrscheinlich um Haken zu befestigen, um dieses herausgetrennte Stück dann hochziehen zu können. Das ist ja ein denkbar ungünstiger Punkt, insbesondere weil hier viele Fahrzeuge langfahren, dass sie bitte auf die andere Straßenseite gehen. Sehr ganz nett. Verstehen Sie, dass Sie gute Fotos machen wollen, aber oder Aufnahmen? Das ist ein Livestream hier von Castor TV. Ja. Und da vorne stehen auch Leute von der Presse. Die werden auch gleich weg sein. Die werden auch gleich weg sein. Also ich kann jetzt nicht einem sagen, er darf es, und dem anderen sagen, er darf es nicht. Ja, mir haben sie schon gesagt, ich darf es nicht, aber da stehen laufend Leute. Der Verkehr fährt da ungehindert vorbei. Für den hier, der schwarze Audi gerade. Kollegen, bitte. Die stehen nämlich auch.